Beenden. Die Knorpel der Kniegelenke sind durch starke Abnutzung zerrieben. Das verursacht höllische Schmerzen. Eine spezielle Knieambulanz gibt es nun im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern im 6. Bezirk. Die orthopädischen Chirurgen des Spitals haben eine neue Methode entwickelt, mit der sie schmerzgeplagten, maßgeschneiderte Kniegelenksimplantate verpassen. Jetzt habe ich's. Ausgetauscht wird dabei nicht das gesamte Gelenk. Ersetzt wird nur der abgenützte Knorpel durch Implantate aus einer besonderen Metalllegierung. Die neue Methode nennt sich My Knee, also mein Knie, und verspricht höchste Individualität der Implantate. Durch exakte computertomografische Aufnahmen wird schon vor der Operation ein Modell des Patientenknies hergestellt. Die Implantate werden genau für dieses Knie angepasst. Am Computer präzise geplant wird auch der Eingriff selbst, ein zeitraubender Schritt, der sonst während der Operation erfolgen muss. Hier führt das Kniemodell zu einer genauen Schablone, um die Implantate der Beinachse entsprechend optimal einsetzen zu können. Das sei auch wesentlich schonender, wird betont. Weitere Vorteile für dieser MyKnee-Methode sind, dass die Operationszeit durch die einzelnen Operationsschritte deutlich verkürzt werden, dass der intraoperative Blutverlust vermindert wird. Und wir haben ja auch gesehen bei über 100 implantierten Patienten, dass die unmittelbare postoperative Rehabilitation rascher erfolgt ist. Dafür eingerichtet eine spezielle Knieambulanz jeden Mittwoch. Bestellt werden jeweils nur 6 Patienten. Wir müssen die Patienten zu einer speziellen Computertomographie schicken und all das benötigt einen erhöhten Zeitaufwand, den wir in einer normalen Ambulanz nicht bewältigen könnten. Renate Dvoracek hat sich beraten lassen und ist bereit für diesen Schritt. Da keine Infiltrationen und so weiter mehr helfen und das Gehen oft schon sehr, überhaupt das Stiegensteigen schwer ist, dann sind wir jetzt so weit, dass wir das operieren. Erna Bauer hat es bereits hinter sich und zieht Bilanz. Und jetzt habe ich wieder ein richtig gutes Gefühl und Lebensqualität. Jetzt freut es mich wieder. Eine Woche nach der Operation geht sie nach Hause. Die präzise angepassten und eingesetzten Implantate sollen auch länger halten. Idealerweise ein Leben lang, so Chirurgen und Hersteller. Die Wartezeit auf die Operation dauert laut Spital 3 bis 5 Monate. Die Operation ist für Kassenpatienten. Anmeldung über die Knieambulanz. Und die finden Sie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern.